Herzlich willkommen zum Online-Gartentipp. Ich konnte mir das eigentlich gar nicht vorstellen, aber es ist so. Die Orchidee zählt zu den beliebtesten Zimmerpflanzen jetzt um diese Jahreszeit. Sie führt also die Hitliste an. Was ist das Besondere an dieser Phalaenopsis oder Malaienblume? Sie blüht sehr lange und man kann sie eigentlich immer wieder zum Blühen bringen. Folgendes sollten Sie berücksichtigen. Erstens, tauchen Sie einmal in der Woche, nicht öfters, den ganzen Erdballen in lauwarmes Wasser und schnell wieder abtropfen lassen. Stellen Sie die Orchidee an einen hellen Standort. Sie sollte jedoch keine direkte Sonnenbestrahlung bekommen. Und noch etwas, dieser transparente Topf ermöglicht der Pflanze, besser zu leben. Also man sollte diesen Topf wirklich so stehen lassen und nicht in einen Übertopf stellen, auch wenn er etwas attraktiver ist. Wenn die Orchidee verblüht ist, dann schneiden Sie bitte die verblühten Teile ob den obersten Knopf bitte ab. Und dann versorgen Sie die Orchidee regelmäßig mit Orchideendünger. Lassen Sie die Orchidee einige Monate irgendwo stehen und Sie werden sehen, sie kommt immer wieder zu blühen. Die Blätter besprühen Sie regelmäßig mit etwas Wasser und achten Sie darauf, dass keine Schildläuse sich ansetzen. Die erkennen Sie, wenn das Ganze etwas klebrig wird. Also eine gewisse Kontrolle ist auch bei der Orchidee schon notwendig. Übrigens, eine Orchidee in der Vorweihnachtszeit gilt als absoluter Glücksbringer, vor allem zum kommenden Jahreswechsel.